Heute schauen wir uns mit dem Leuchtturm und dem Ocean Rescue Center gleich zwei Spielsachen von Feuerwehrmann Sam auf einmal an. Das Rettungszentrum von Feuerwehrmann Sam hat jede Menge coole Funktionen, wie zum Beispiel eine Startrampe für Juno, Licht- und Soundeffekte, einen Aufzug und einen Helikopterlandeplatz zum Ein- und wieder ausklappen, damit ihr mit dem Hubschrauber Wallaby auch sicher landen könnt. Der Leuchtturm hat natürlich ebenso viele Funktionen, mit dabei ist auch noch eine Figur vom Mechaniker Mike, wie auch ein Licht zum Schwenken, wie bei einem echten Leuchtturm. Außerdem haben wir noch ein Rettungsnetz zum Auffangen von Personen und eine Rutsche im Inneren des Leuchtturms. Aber ich würde sagen, wir packen zuerst das Ocean Rescue Center aus, bauen dieses zusammen und schauen uns dann die Funktionen, die wir hier auf der Verpackung sehen, etwas genauer an. Einfach die Verpackung der Seite aufreißen und die Kartons, die Bauanleitung und die Sticker herausziehen. Das Spielzeug besteht aus jeder Menge Einzelteilen, das ich jetzt für euch mit Hilfe der Bauanleitung zusammenbaue. So sieht das Ganze dann aus. Hier haben wir die Figur. Der können wir auch eine Rettungsweste anziehen, einfach überstreifen und zusammendrücken, Helm aufsetzen. Und der rote Knopf dahinter ist die Alarmfunktion. Ihr hört's, wenn wir den drücken, ertönt die Sirene und ein roter Punkt auf der Landkarte blinkt auf, damit Sam und auch seine Kollegen immer wissen, wohin sie zum Einsatz ausrücken müssen. Und die ganze Tafel könnt ihr ein- und ausschalten. An der Seite habt ihr ein Mikrofon, welches ihr benutzen könnt, um euch mit den Figuren zu verständigen oder Anweisungen für den Einsatz zu geben. Außerdem haben wir eine Seilwinde, um den Jetski Juno, der auch mit dabei ist, über die Rampe hinaufzuziehen. Einfach kurbeln und dann wird Juno über die Rampe durch das aufgewickelte Seil nach oben gezogen. Und wenn ihr nicht unbedingt mit dem Jetski nach unten fahren wollt, habt ihr noch die Möglichkeit, den Aufzug zu benutzen. Einfach die Figur reinsetzen und den Aufzug hinten am Griff packen und nach oben und unten ziehen. Daneben haben wir noch den Helikopterlandeplatz zum Ein- und Ausklappen. Im ausgeklappten Zustand bietet er Platz für Wallaby, den ihr landen könnt. Am Aussichtsturm neben dem Helikopterlandeplatz habt ihr noch eine Lichtfunktion. Einfach den Knopf am Dach drücken und das Blinklicht blinkt. Das wär's dann vom Ocean Rescue Center. Hier sehen wir nochmal die Rampe, die Fenster auf der Rückseite mit den Rettungsringen, welche Sticker sind, die ich vorher aufgeklebt habe, den Helikopter und Juno. Und jetzt geht's weiter mit dem Leuchtturm. Auch der hat jede Menge Funktionen, die wir erstmal genauer erkunden müssen. Und dazu packen wir den Leuchtturm aus, bauen diesen dann wieder zusammen und schauen ihn uns dann wie das Ocean Rescue Center genauer an. Hier in der Seite sehen wir die ganzen Funktionen und die Zubehörteile, die alle mit dabei sind, um den Leuchtturm perfekt zu ergänzen. Dann wie vorhin einfach den Karton aufklappen und die Verpackungen herausziehen. Hier kommt uns schon das erste Teil, das obere Teil des Leuchtturms, entgegen. Hier haben wir noch die Bodenplatte und das Zwischenteil. Die reißen wir jetzt auf und dann baue ich die für euch mit Hilfe der Bauanleitung zusammen. So sieht der Leuchtturm dann aus, wenn er fertig zusammengebaut ist. Das dauert ca. 20 Minuten und ganz vorne sehen wir sämtliche Zubehörteile, die mit dabei sind. Vorhanden ist auch eine Figur von Mike dem Mechaniker, der hat sogar einen Hammer mit dabei,
den er natürlich auch in der Hand halten kann, um den Leuchtturm zu reparieren. Jede Menge Werkzeug ist noch mit dabei, wie ein Rettungsspreizer, eine Schaufel, ein Vorschlaghammer, ein Megafon, Taschenlampe, Axt, Handys und ein Erste-Hilfe-Koffer. Genauso wie ein riesiges Rettungsnetz mit dem Feuerwehrmann Sam Logo in der Mitte. Das könnt ihr hinten am Leuchtturm einhängen. Das ist genau so gestaltet, damit das Rettungsnetz von den Figuren, wie zum Beispiel Mike, in die Hand genommen werden kann. Er kann sich auch noch Hilfe von Feuerwehrhauptmann Zilla zuholen, um dann Feuerwehrmann Sam aufzufangen. Den kompletten Leuchtturm könnt ihr auf der Rückseite aufklappen, um auch das Innenleben zu bespielen. Dann haben wir ganz unten am Holzboden eine kleine Luke zum Aufklappen, einen sogenannten doppelten Boden, hinter der Eingangstüre, die auch zum Aufklappen ist. Und in dieser könnt ihr dann das ganze Equipment, wie den Feuerlöscher, die Schaufel und das ganze andere Zubehör verstauen. Oder alles andere, was ihr halt so gerade verstecken wollt. Dann könnt ihr die Luke wieder zuklappen und den Mike draufstellen, damit die Luke auch sicher verschlossen ist. Im ersten Stock könnt ihr noch den Stuhl einsetzen. Hier haben wir außerdem eine Alarmfunktion, die ihr durch einen kleinen Knopf betätigen könnt. Dann leuchtet der Bildschirm und die Sirene ertönt. Außerdem habt ihr so ein cooles Aussichtsfernrohr, das ihr sowohl im ersten Stock einsetzen könnt, als auch ganz oben in der Aussichtsplattform. Und dann die Meere von Pontypandy genauer begutachten könnt. Daneben haben wir noch eine Seilwinde, die ihr sowohl auf- als auch abwickeln könnt. Um da zum Beispiel Mike mit seiner Hand einzuhängen und ihn dann nach unten zu lassen. Einfach das Seil abwickeln und dann kann Mike ganz langsam mit der Seilwinde nach unten zur Rasenfläche gleiten. Aber das ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, wo unten oder oben kommen kann. Er kann zum Beispiel auch die Leiter, die seitlich am Leuchtturm angebracht ist, benutzen. Und die coolste Funktion, wie ich finde, am Leuchtturm, die Lichtfunktion des Leuchtturms. Wenn ihr oben den Knopf drückt, leuchtet das Licht. Das könnt ihr sogar nach links und rechts bewegen, wie ihr es vielleicht von einem echten Leuchtturm oder aus dem Leuchtturm von Feuerwehrmann Sam kennt. Mit einem erneuten Klick könnt ihr das Licht aus- und anschalten. Daneben haben wir noch das Fernrohr. Wenn wir das zur Seite nehmen, öffnet sich ein kleines Loch und wenn wir hier den Mike fallen lassen, dann rutscht dieser in den ersten Stock und vom ersten Stock kann dieser durch die Rutsche auch ins Erdgeschoss kommen. Und wenn ihr jetzt den Leuchtturm schließt, dann kann Mike von ganz oben von der Aussichtsplattform bis nach ganz unten zur Türe im Erdgeschoss rutschen. Drei Möglichkeiten, mit der Figur nach unten zu kommen. Einmal über die Leiter, die Seilwinde und die Rutsche. Mal den Leuchtturm in Rundumblick mit dem Rettungsnetz hinten, der Rutsche, der Tür im Erdgeschoss. Hier links haben wir die Leiter und Mike, der natürlich auf der Aussichtsplattform einen optimalen Ausblick hat. Hier haben wir nochmal das Ocean Rescue Center mit dem Jetski, der Rampe, den Stickern und dem Wallaby-Helikopter, der auf der Landeplattform steht. Alles in allem zwei riesengroße Sets von Feuerwehrmann Sam, die wir uns heute angeschaut haben. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, welches der beiden Sets euch am besten gefallen hat. Ansonsten wäre es das soweit von den Feuerwehrmann Sam Spielzeugen. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr gerne dem Video einen Daumen nach oben geben und den Kanal kostenlos abonnieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal
euer Kinderspielzeugkanal. Und vergesst nicht, das nächste Mal auch wieder einzuschalten.